Hallo, ich grüße euch nochmal zum Teil 14c. Ich möchte noch eine kleine Ergänzung machen. Wie ihr wisst, wir haben uns ja mit einem ganz schwierigen Thema da nur auseinandergesetzt und sicherlich auch eine ganze Stücke Klarheit geschaffen, wie sowas passieren kann, wie man damit umgeht, was es für Vorteile hat, was es für Nachteile hat. Entscheidend ist, dass es auch vom Militär aus Versuche gegeben hat, diese geistigen Eindrücke für militärische Operationen zu nutzen. Und zwar hat man folgende Versuchsanordnung gemacht. Man hat also Normalos, Elitekämpfer und, naja, ich sag mal, Bushmänner oder Indianer zu einer künstlichen Einheit zusammengestellt und hat denen die Aufgabe gegeben, sich im Gelände zu tarnen und am nächsten Morgen sozusagen unter Deckung zu bleiben. Und dann haben die das gemacht und in der Zwischenzeit hat man eine weitere Gruppe von Leuten gebildet, die sollten in der Nacht angreifen. So, die waren weit auseinander und dann hat man einfach die Leute, die sich da verschanzt haben, mit Kameras beobachtet, wer, sagen wir mal, als Erster aufsteht und den Feind kommen sieht oder bemerkt. Und auffällig war, wo man das mehrfach wiederholt hat, dass also die Indianer das gemerkt haben, wenn der Feind anmarschiert. Obwohl es dafür keine physikalische Erklärung gegeben hat. Die sind einfach aufgewacht und haben sich bereit gemacht für einen möglichen Angriff, während die anderen geschlafen haben. Sowohl der Normalo als auch der Elite-Soldat haben einfach weiter geschlafen. Das hat man immer wieder wiederholt an mehreren Tagen und die Ergebnisse waren jedes Mal die gleichen. Und man hat sich also gefragt, wie das sein kann, wie so eine Informationsübertragung funktioniert. Und das ist eben noch ungelöste Phänomene. Es ist also nicht so, dass die Wissenschaft über alles Bescheid wüsste, sondern es gibt einfach Phänomene, die lässt man einfach passieren, beobachtet das und dann muss man versuchen, ob man dafür ein wissenschaftliches Modell bekommt, um das zu erklären. Eine mögliche Erklärung ist zum Beispiel die Welleneigenschaft, weil ja Wellen sind, ja, die laufen sozusagen endlos. Und eine Welle wird sozusagen, wenn sie sich an einem Ort ändert und sich fortpflanzt, dann irgendwann in einer gewissen zeitlichen Verzögerung an der anderen Seite wahrgenommen, sodass im Prinzip jeder von jedem alles aufnehmen könnte. Ebenso würde irgendein Lichtblitz, der also hier auf der Erde passieren würde, eben sich auch mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und es hängt also nur davon ab, wie weit man weg ist und wie hoch die Auflösung ist, wie spät man diesen Blitz sehen würde. Also es geht eine ganze Zeit. Die Energie, die von einem bestimmten Ereignis ausgeht, erstmal für eine gewisse Zeit nicht verloren. Man forscht da so und man versucht da irgendwie eine Systematik reinzubringen, aber man kann es einfach nur passieren lassen, es beobachten und versuchen, die Systematik in diesen Dingen zu erkennen. Ja? Das, was ich euch mit dem Punktesystem versucht habe zu vermitteln. Und wie ihr wisst, hängt es eben auch davon ab, wie man damit umgeht. Zum Beispiel ist es so, dass man nicht die Erwartungshaltung haben sollte, dass man zu einer bestimmten Situation einen geistigen Eindruck hat. Man kann immer in Schwierigkeiten kommen und dann ratlos sein, aber man muss wissen, wenn es so einen geistigen Eindruck gibt, in einer bestimmten Situation, wie man damit umgehen sollte. Weil er kann im praktischen Leben nützlich sein. Nicht nur in rein technischen Problemen, sondern auch in der zwischenmenschlichen Beziehungen kann ein geistiger Impuls wichtig sein, bestimmte Probleme rechtzeitig zu erkennen. So, ich denke mal, dass wir das etwas noch abgerundet haben. Ich bitte euch, bringt euch nicht unter irgendeinen Druck. Wenn das bei euch nicht so ist, dass ihr solche Erfahrungen nicht gemacht habt, ist das nicht weiter schlimm. Ihr habt dann eure Gaben auf einem anderen Gebiet. Das ist ja nur eine Vorbereitung für Leute, denen das sozusagen passiert ist, damit die das richtig verarbeiten und sich dann auch selber vortasten können. Es ist nicht so, dass es eine allgemeingültige Lehre gäbe, sondern man muss sich da einfach Schritt für Schritt rantasten. Man merkt ja dann, wenn man fehlgegangen ist, muss man eben wieder zurückgehen und das noch einmal anders probieren, bis man da eine Bestätigung hat, eine mehrfache Bestätigung in die gleiche Richtung ist als immer ein Zeichen darum, dass man richtig gelegen hat. Ja, und dann kann man es nicht erzwingen. Wenn es eben nicht so ist, ist es nicht. Und ein Vorführeffekt, also wie springen Deich, das dürft ihr in der Beziehung nicht zulassen, weil das ist keine Sache, mit der man rumspielt, sondern es hat einen praktischen Nutzen für ihn selber und für den nächsten,
in deiner unmittelbaren Umgebung. Und das muss man immer wissen und da muss man sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Und das nicht für irgendwelche Spielereien oder Blödsinn zu verwenden. Es ist einfach ein wichtiger Dienst und derjenige, der das missbraucht, wird dann die Gabe auch weggenommen kriegen. Das ist einfach so das, was ich noch nachreichen möchte. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr ja gerne in den Videokommentaren eure Bemerkungen hinterlassen. Sofern es sinnvoll ist, werde ich sie auch beantworten. Alles andere werde ich dann einfach ignorieren. Weil es gibt viele Menschen, die damit überhaupt nicht umgehen können und die sich das nicht erklären können. Aber vielleicht liegt der Grund auch daran, dass sie einem selber keine Taufe haben oder sich nicht unvoreingenommen an das Problem rantasten. Mancher will das einfach nicht, ist es eben so. Ja. Gut, aber denkt immer dran, es kann auch eine Hilfe sein. Denkt dran an das Beispiel mit den Flutopfern, die hier da eine Warnung hatten und dadurch eben ja, vom Unheil verschont wurden. Ja. Und das kann mitten in einer Krise mal wichtig werden.